Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Folge 4 mittlerweile. Ja, lange hat es gedauert, ihr musstet drauf warten. Jetzt geht's weiter, wir bauen unser Gebilde weiter und es ist Nacht. Es ist Nacht, es ist Nacht, es ist Nacht. Und ihr seht auch, dass ich unten ganz, ganz viele komische Teile drin habe, wie die Karte, ja, Booster-Schienen, ganz normale Schienen, Schild, Schwert. Und zwar ist da hinten, ich kann es euch ja mal zeigen, ist ein Dorf. Ich hatte hier mal ein paar Freunde drauf gehabt, auf meiner Karte. Und da haben wir ein wenig Schabernack in dem Dorf getrieben. Ich weiß gar nicht, ob mittlerweile immer noch die... Weil wir haben ja so quasi wie so eine Achterbahn gebaut. Und dann fuhren auf einmal oder urplötzlich fingen an, hier die ganzen Einwohner mit der Bahn zu fahren. Und auch unter anderem die Schweine und die Kühe. Das sah unheimlich ulkig aus. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, so fahren die, ne? Hui, hui. Genau. Und, die fahren dann meistens mal von alleine. Huch. So. Zack, zack, zack. Und wie gesagt, irgendwann haben da halt die, Einwohner sind damit rumgefahren. Jetzt müssen wir mal gucken. Mein Gott, wird das riesig. Wie riesig das aussieht aus der Ferne jetzt. Hier ist der Wahnsinn. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir werden jetzt mal... ich hatte vorgehabt, jetzt mal eben kurz hier die ganzen... Oh Gott, die ganzen Utensilien. Wie werde ich die denn los? Kann ich die irgendwie loswerden? Okay. Achso, ich kann die einfach wegschmeißen. Dann schmeiße ich die einfach weg. Brauche ich nicht, 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 brauche ich nicht. Das ist auch ein bisschen doof jetzt hier alles. Dann machen wir es einfach so, schmeißen den ganzen Käse erstmal so weg. Werden den mal eben umpuppeln nach hier. Und wir brauchen natürlich unsere Steine wieder. Den kann ich auch mal wegschmeißen. Das ist auch irgendwie total Bratze. So, wenn mal hier... Eigentlich brauche ich ja das Inventar ja sowieso nicht. Außer vielleicht hier für so ein... für so eine Fackel oder sowas. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich auch, Tore bauen, die sich öffnen? Also wie so eine Buich? Also weiß ich jetzt... Weiß ich gar nicht. Ihr könnt mir das wahrscheinlich beantworten. Ich habe auch momentan noch... Bin ich noch gar nicht zugekommen. Großartig, ja, was wollte ich sagen? Großartig dazu gekommen. Ja, die Kommentare durchzulesen. Genau, das wollte ich sagen. Die Kommentare durchzulesen von euch. Ja, müsst ihr mich ein wenig entschuldigen. Ich kam da noch nicht zu. So, ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, dass ich jetzt hier eine Wand nach innen baue. Ja, muss mal gucken, wie ich nochmal runterkomme. Muss mal die Steuerung... Wird schon etwas länger nicht gespielt, ja. So, was hatten wir denn gesagt? Waren das jetzt 10? 10, ich weiß es gar nicht. Naja, wie dem auch sei. Wollte ich hier eigentlich quasi so einen kleinen Bogen bauen, da auch und da hinten auch. Mit jeweils einer Wand immer dazwischen. Der so eine kleine, wie so eine kleine Ablage. Mein, ist das duster hier? Ich sehe überhaupt nichts. Ich habe aber auch immer noch, haha, meine Fackeln hier. So, die werde ich jetzt natürlich einsetzen. Zack. Da ist es schon viel, viel besser. Viel, viel angenehmer. Da auch noch eine hin. So. Das ist aber auch dunkel hier. Meine Güte. Dunkel wie ein Pavian-Arsch. So. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Ist klar. Natürlich. So. Jetzt wird es auch hier heller. Ne? Wunderbar. Ne, ich hatte mir gedacht, dass man dann irgendwie so einen kleinen Bogen macht. So in der Richtung. Und momentan, während ich dieses Video hier aufnehme, haben wir ja den Donnerstag, den 2.10. Ja. Und ihr wisst ja alle, am 7.10. kommt Alien Isolation und am 7.10. kommt Alien Isolation, genau. Und am 10.10. werde ich es ja streamen, live, in der Let's Play Live Show, und zwar blind. Und ich habe heute eine Nachricht bekommen, wohlgemerkt, heute, Donnerstag, den 2.10., dass meine Bestellung versandt worden ist. Ja, ich denke, dass ich es Samstag haben werde, also am 4.
Und das ist natürlich sehr, sehr nice und da freue ich mich drüber. So, jetzt werde ich mal eben schauen, dass wir hier... das ist ja hier der Fuß, die müssen auch dahin. So, war einmal hier. Brauche ich ja quasi nur hier mich orientieren dran. Ja, und hier dran. Also quasi... Nee, ich glaube nicht, oder? Ich glaube doch. So, 2, 5 waren das. 3, 4, 5. 3, 2, 3, 4, 5, genau. Ja, und da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Ich bin am überlegen, ob ich es früher streamen soll, aber das ist mir zu riskant dann, dass ich vielleicht eine Channel-Sperre bekomme. Aber nun gut. Ich schau mal. Also, keine Ahnung, ich kann nichts versprechen. Ja. Und, gucken wir mal. So. Huch. Ja, so. So, so. Mir ist auch aufgefallen, ich hatte die Videos, hatte ich mir nochmal nachträglich nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass man doch das Klicken meines Controllers hört. Also es ist total ulkig. Ich glaube, ich hatte auch die Musik ein wenig lauter gestellt jetzt hier in dieser Aufnahmesession. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt zu laut ist. Ich werde sie nochmal ein klein wenig nochmal erhöhen. Ich glaube, die ist noch zu leise. Audio. So, machen wir mal auf 30, genau. So. Und dann geht's jetzt auch. Jetzt kommt so eine funky Musik. Groovy, funky. Ich komme mit der Steuerung noch nicht so hundertprozentig klar. Obwohl ich sie eigentlich mittlerweile drin haben müsste. Aber... Huch, ich hänge ja oben an der Decke. Stimmt ja. So, das heißt, der muss weg. Nee, Silberfischstein will ich nicht haben. Der hat uns Pech gebracht. Den will ich gar nicht haben. Das heißt, wir müssen nochmal das Inventar öffnen und nochmal ganz normalen Stein holen. Weil der war das, glaube ich, gewesen, ne? Oder? Oder bin ich jetzt... Ja, genau, ganz normalen Stein. Und es wird auch heller und es hört nicht auf zu pissen. Das ist doch irgendwie, ne? So. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt hier schon wieder einen Turm haben. Oder einen Standfuß. Und die Musik ganz schön dramatisch wird. Ich bin Gordon Freeman. Achso, übrigens Gordon Freeman, ne? Falls einer die erste Folge vielleicht nicht gesehen hat und vielleicht bei der zweiten dazu gesehen. Ich bin Gordon Freeman. Yeah. Ich bin auch zwischendurch Martine Wittler, ja, mit meinem orangen Overall und einer dunklen Brille. Nein, Quatsch. So, da kommt auch noch einer hin. Genau, so, wunderbar. Das sieht supi aus. Das heißt, einen könnten wir eigentlich davon wegnehmen, weil wir ja hier hochbauen müssen gleich. Jetzt werde ich hier mal eben den Fuß hinzimmern. Und dazu nochmal nach unten gehen. Ja, was gibt's Schönes zu erzählen? Am Freitag wird es wahrscheinlich wieder Metro geben, ja, Last Light. Huch. Wir müssen ja weiterspielen. Wir haben ja in diesem Theater da aufgehört. Und da werden wir dann zusammen... Ja, mal schauen, wie weit wir kommen da Freitag. Ich bin echt mal gespannt. Ich hoffe, dass wir da weit kommen. Vielleicht spielen wir sogar durch. Ich weiß es noch gar nicht. Wird auf jeden Fall eine lange Nacht. Ja, so. Ja, falls ihr Wünsche und Anregungen habt, wie gesagt, immer wieder äußern in den Kommentaren. Bin ich immer wieder ein Freund von. Entschuldigung, kleinen Moment bitte. Puh, ich musste mal ein bisschen niesen und ich wollte das jetzt nicht in der Aufnahme rein niesen, weil das wäre ein bisschen zu laut für euch. Huch. Und, nein, ich bin nicht erkältet, falls jetzt viele fragen. Bist du erkältet? Nein, bin ich nicht. Weiß nicht, kam gerade so über mich. Über mich, über dich. Für dich, für mich. So. Ja, das... Mein Gott, wie schnell wir jetzt hier auch die Türme bauen immer. Hallo? Oh, das war, glaube ich, zu hoch, ne? Ja. Sehr schön. Das sieht supi aus. Das gefällt mir richtig gut. Das wird so ein Riesengebilde. Also, nicht riesig, aber schon ganz schön toll. Muss ich ja mal sagen. Huch.
Und da werden wir sehr, sehr viel Zeit mit investieren, glaube ich. Also es braucht schon eine gewisse Zeit. Also das... Ja. Ist trotzdem schon schön, finde ich. Also gefällt mir richtig gut. So, da werden wir mal eben... Und ich habe gesehen, da sind viele auch die streamen Minecraft. Jetzt wollte ich schon sagen Metro. Die auch ganz, ganz tolle Gebilde bauen. Also mal einen riesen Respekt an die Leute, die da auch so viel Zeit investieren, so wie ich auch. So. Und die haben das auch richtig drauf. Die machen dann von Mario so Gesichter und sowas alles. Also richtig toll sieht das aus. Gefällt mir richtig gut. Huch. Nein, ich will mir kein Haus bauen. Und ich habe letztens noch gesehen, das war... da hatte jemand eine... Huch. Da hatte jemand so eine Lore gebaut, aber mit einer richtig coolen Fahrt. Also man konnte mit der Lore halt fahren, mit diesen Schienen, die ich euch ja am Anfang des Let's Plays gezeigt hatte. Da konnte man mit fahren und aber richtig cool, so mit Tieren im Untergrund und so. Und so, also richtig wie so eine Geisterbahn so ein bisschen auch schon. Ja. Und das war richtig geil. Also ich fand's richtig klasse, wie der das gemacht hat. Also der hat das voll drauf gehabt, der Typ. Und warum kann ich jetzt hier nicht bauen? Weil ich draufstehe, oder? Ja, war klar. So. Und ja, ich denke mal, dass wir hier, wie gesagt, sehr, sehr viel Zeit mit investieren werden. Und auch mal, ja, ein bisschen Pause zwischendurch gibt. Habt ihr ja jetzt gesehen, es war ein bisschen länger mal eine Pause gewesen. Aber ich hoffe mal, da seid ihr mir nicht böse, weil ich zwischendurch noch ein bisschen Privatleben auch noch haben möchte. Nein, ich darf kein Privatleben haben. Nein. Und ja, und ich hoffe, ihr seid mir da, wie gesagt, nicht böse drum. Also, es kommen ja trotzdem neue Folgen. Ich wurde auch schon häufig angeschrieben, warum nichts mehr kommt. Ja, aber jetzt, wie gesagt, kommt auch wieder was. Ihr seht's, ne? Und, ja, ihr seht, wir haben jetzt hier die drei Stützen, nenne ich sie mal, fertig für den Bogen. Wir müssen aber, glaube ich, hier noch eine bauen. Wenn ich das richtig... Ja, wir müssen noch eine bauen. Die Stütze müssen wir nämlich noch hinzimmern. So, genau. Zack, 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 zack. Ich glaube, so ist richtig. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. So, dann wieder den Fuß, ne? Ich fand's so toll, dass ihr am Wochenende so fleißig mitgemacht habt, auch bei Metro. Bin da echt stolz auf euch und ich freue mich immer wieder, wenn ihr alle da seid. Also ihr seid echt die Besten. Ihr motiviert mich immer wieder, das weiterzumachen. Huch. Wie gesagt, positive Resonanz ist immer gut. Negative gibt's natürlich auch immer, aber wie gesagt, die hat man überall. Das ist... okay. Die hat man halt überall, da muss man halt mit leben. Kritik muss man abkönnen. Kritik, Kritik, Kritik. Nein. So, genau, wunderbar. Sehr schön. Das klappt doch supi. So stelle ich mir das vor. Ach, herrlich. So schnell müssen wir mal einen Turm bauen oder eine Stütze bauen. Wunderbar. Das ist doch klasse. So, so, so. Nein. Das Schwein hat mich so ein bisschen irritiert, was da unten lief. Ihr merkt's. Ja. Ja, wunderbar. Das hat doch ganz toll geklappt. Und wir haben einen ganzen Tag, glaube ich, dafür gebraucht. Warum ich den Regen jetzt nicht höre, weiß ich auch nicht. Ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, bauen wir dann... Ach, seht ihr, wir haben ganz vergessen, die zweite Wand da drüben zu bauen. Bauen wir in der nächsten Folge die zweite Wand da drüben und natürlich den Bogen hier. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Also, macht's gut. Tschüss.